بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Heute, liebe Geschwister, am Mittwoch behandeln wir immer Al-Adab al-Islamiyah, das islamische Benehmen. Und ich habe eine schlechte Nachricht für euch. Heute werden wir das Buch beenden. Das ist der letzte Unterricht heute, bi'idhnillah as-samiyyil alim, von diesem wunderschönen Büchlein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Lohn geben und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nach dem Wissen handeln lassen und Allahumma amin. Und natürlich, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir werden jetzt auch am Wochenende inshallah ta'ala in Braunschweig ein riesen Seminar veranstalten, bi'idhnillah ta'ala. Bezüglich dieses Themas, das islamische Benehmen. Selbst wenn wir jeden Tag über dieses Thema reden würden, wäre es genug oder nicht genug? Leider nicht genug. Leider nicht genug. Und deswegen, bi'idhnillah ta'ala, wer Zeit hat, am Freitag geht's los mit der Khutbah, inshallah, in Braunschweig, am Samstag und am Sonntag finden dann auch Unterrichte statt. Und alhamdulillah, Braunschweig ist auch nicht so weit von hier entfernt, ungefähr 2-2,5 Stunden. Und dann kann man bi'idhnillah ta'ala sich auch islamisches Wissen aneignen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns für das edle Wissen reisen lassen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den gewaltigen Lohn dafür schreiben. Denn wer auf dem Weg ist, um sich Wissen anzueignen, so ist er im Dschihad. So ist er im Dschihad. Das heißt, er hat eine großartige Belohnung. Bi'idhnillah as-samil alim, wer nach Wissen strebt. Na, und das letzte Thema. Ihr könnt euch vorstellen, mit was schließen wir ab? Mit welchem Thema schließen wir ab? Das Benehmen darüber, wenn jemand dabei ist zu sterben, wie man sich hier diesbezüglich verhält. Und es kann sein, dass der eine von uns gerufen wird, weil die Leute nicht wissen, was sie mit jemandem machen sollen, der gerade dabei ist zu sterben. Leider haben wir wenig Wissen über diese Themen, die sehr, sehr wichtig sind, weil der Tod ist allgegenwärtig. Er trifft jung und er trifft alt und er trifft jede Familie, ausnahmslos. Daher sollte man auch solche Themen kennen, liebe Geschwister. Denn das Beste, was man für den Toten machen kann, ist was? Was ist das Beste, was man für den Toten machen kann? Bitteschön. Ja, natürlich, aber welche Handlungsweise ist die beste für den Toten? Na, dass man ihn, richtig, dass man die islamische Weise anwendet, die islamischen Regeln anwendet, damit er zu seinem Herrn Allah subhanahu wa ta'ala nach der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam zurückkehrt. Das ist das Allerbeste, was wir für ihn machen können. Und daher sollten wir uns auch mit diesem Thema beschäftigen, liebe Geschwister. Es ist jetzt kein Riesenthema, aber ein paar Dinge, die wir verstehen sollten, damit, wenn jetzt tatsächlich irgendetwas passiert, dass wir auch wissen, wie wir zu handeln haben. Bi'idhnillah as-samiyyil alim. Es kann auch sein, dass in der Moschee heute etwas passiert, dass hier und dort etwas passiert. Dann müssen wir auch diese islamischen Regeln anwenden. Bi'idhnillah as-samiyyil alim. Das Thema, das islamische Benehmen. Bezüglich dessen, der gerade dabei ist zu sterben. Die erste Benimmregel, tazkiruhu bil wasiyah, dass man ihn an sein Testament erinnert. Rawa al-Bukhari rahimahullah ta'ala an Abdullah ibn Umar radiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala ma haqqu imri'in muslimin lahu shay'un يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. Das ist etwas schwer zu übersetzen. Al-Bukhari überliefert von Abdullah ibn Umar radiallahu an, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, es ist nicht richtig, dass ein Muslim, der etwas besitzt, der
etwas besitzt, über das er ein Vermögen machen soll. Das heißt, dieser hat etwas, was er besitzt. Und dieses stellt eine Art Vermögen dar. So soll er nicht zwei ganze Nächte verbringen, ohne dass er sich ein von ihm schriftlich niedergeschriebenes Testament aufbewahrt. Er soll bei ihm was lassen? Ein Testament. Das in dem Fall, wenn er etwas besitzt. Wenn er gar nichts besitzt, absolut nichts besitzt, das ist ein anderes Urteil. Aber wir reden jetzt über eine Person, er besitzt etwas, wie zum Beispiel was? Geld, was noch? Ihr denkt nur an Geld. Gold ist besser als Geld. Na? Haus, sehr gut, Immobilien, Ländereien und so weiter und so fort. Wenn er etwas besitzt, so soll er ein Testament. Wasiyah, kann man Testament sagen. Ne? Oder beziehungsweise Erbe. Was soll dieser Hadith bedeuten? Es gibt Leute, sie haben bestimmte Sachen, die sie gemacht haben im Leben, aber die eigene Familie weiß nichts darüber. Eine Person zum Beispiel auch, der Schulden hat. Der was? Der Schulden hat. So soll er seine Familie damit beauftragen, wenn er nicht mehr in der Lage ist und er merkt, es ist gleich vorbei mit ihm, dass die Schulden bezahlt werden. Dass die Schulden was? Bezahlt werden. Denn ihr solltet wissen, liebe Geschwister, je länger die Schulden an einer Person lasten, umso schlimmer für ihn. Umso schlimmer für ihn. Das heißt, eine Person, der mit Schulden stirbt, kommt nicht in das Paradies. Was heißt, der kommt nicht in das Paradies? Niemals, haben wir nicht gesagt. Auch sofort nicht, haben wir auch nicht gesagt. Er kommt nicht in das Paradies, bedeutet, er wird erstmal zurückgestellt. Er wird abgehalten, in das Paradies hereinzugehen. Subhanallah. Sogar als der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal, die Überlieferung ist bei Imam Muslim, von einem Mann gefragt wurde, wenn jemand als Shahid stirbt, als Märtyrer, werden ihm alle seine Sünden vergeben? Er sagte, alle seine Sünden werden ihm vergeben. Dann hat er Offenbarung bekommen, alaihi salatu wasallam. Und er rief den Mann zurück, er sagte, außer wenn er Schulden hat. Subhanallah. Schaut mal, wie gewaltig diese Angelegenheit ist, dass man, wenn man Schulden hat, einen Nachteil hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte einmal auf eine Person beten, bis er mitbekommen hat, dass diese Person 2 Dinar Schulden hatte. Wie viel? 2 Dinar. Reden wir über 20 oder 100? 2 Dinar Schulden hat. Dann hat er sallallahu alaihi wasallam sich zurückgezogen und hat nicht auf ihn gebetet. Er hat das Gebet nicht auf ihn verrichtet. Dann fragte er, wer ist in der Lage, die Schulden dieses Toten zu übernehmen? Abu Qatada radiyallahu anhu arda meldete sich dann und sagte, ich werde sie übernehmen, ja Rasulallah. Am nächsten Tag sah der Prophet sallallahu alaihi wasallam Abu Qatada und er sagte, hast du schon die Schulden für ihn entrichtet? Abu Qatada sagte, ja Rasulallah, sinngemäß, es ist noch nicht mal eine Nacht vorbei, da fragst du mich schon nach diesen Schulden, die ich für ihn übernommen habe, weil er hat jetzt die Last. Jetzt ist die Last nicht mehr auf den Toten, sondern auf wen? Auf Abu Qatada. Dann fragte der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn jedes Mal nach den 2 Dinar. Bis Abu Qatada sich schnell entschlossen hat, diese 2 Dinar zu bezahlen. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Al-ana barudat jildatu. Jetzt erst ist seine Haut kühl geworden von dem Toten. Als ob er sagen wollte, diese Haut ist getroffen worden von Hitze. Und er war im Grab. Über was reden wir, liebe Geschwister? Über 2 Dinar. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat nicht auf ihn gebetet. Das heißt, eine Person, der dabei ist zu sterben, er sollte seine Schulden getilgt haben, bevor er gestorben ist. Aber wenn er das nicht geschafft hat, dann soll er Leute beauftragen, wie Jabir ibn Abdullah diese Wasiyah bekommen hat von seinem Vater, Abdullah ibn Haram, radiyallahu anhu wa arda.
radiallahu anhuma wa ardahuma. Diese beiden haben eine wunderschöne Geschichte. Abdullah ibn Haram hat in Uhud gekämpft. Und er war der erste Märtyrer, der dort gestorben ist. Und subhanallah, er hat seinem Sohn gesagt, ich habe das Gefühl, ich werde in dieser Stadt sterben. Und er ist tatsächlich gestorben in dieser Stadt. Vorher hat er ihnen ein Erbe gegeben. Vorher hat er ihnen ein Testament übergeben. Der Vater Abdullah ibn Haram, seinem Sohn Jabl, er sagte zu ihm, wenn ich sterbe, so kümmere dich um meine Schulden. Subhanallah, und Jabir war mit nichts anderem beschäftigt, als die Schulden von seinem Vater zu tilgen. Denn, liebe Geschwister, wie wir gesagt haben, das ist eine ernste Angelegenheit. Derjenige, der Schulden hat, was meinen wir jetzt mit Schulden? Ist alles Schulden? Zum Beispiel hast du von deinem Bruder Geld geliehen. Und wer das nicht macht, wer das nicht braucht, soll das nicht machen. Heutzutage siehst du viele Leute, a'udhu billah, der borgt sich Geld für Sachen, die er kaufen muss, weil sie lebensnotwendig sind oder weil er einfach cool sein möchte. Ja. Das heißt, er borgt sich Geld, um was zu kaufen? Ein teures Telefon, was er nicht braucht. Das hätte auch ein normales Telefon gemacht. Subhanallah, heutzutage kriegst du die Telefone günstig. Walhamdulillah, muss er jetzt so neu sein, dass du dein Gesicht darin siehst, in diesem Handy. Du kannst dir ein ganz normales holen für 30, 40, 50 Euro, aber nein. Er braucht einen mit Antenne und Satellitenübertragung und ich weiß nicht, irgendwelche Waffensysteme daran. So holt er sich ein Handy für 800, 900 Euro und er hat das Geld daran nicht dafür. Dieses, was er gemacht hat, ist übel. Warum? Weil er das gar nicht gebraucht hat. So. Und jetzt hat ihm ein Bruder Geld gegeben. Jetzt seine Aufgabe, was? Dieses Geld zurückzubezahlen. Und solange er ihm das Geld nicht zurückgezahlt hat, wird er keine Ruhe haben. Das Paradies ist ihm erstmal verwehrt. Daher, liebe Geschwister, wenn eine Person Schulden hat, soll er das mitteilen. Soll er das auch testamentarisch festhalten. Oder eine Person zum Beispiel hat eine Amana genommen von jemandem, hat ein Treuegut bekommen von jemandem. So soll er das auch festhalten, dass dieses auch demjenigen zurückgegeben werden kann, von dem er es genommen hat. Und alle Dinge, die entscheidend sind für deinen Eintritt in das Paradies, solltest du testamentarisch festlegen. Auch wenn du jemandem ein Unrecht angetan hast und das sollte noch geklärt werden. Das ist bis jetzt noch nicht bereinigt worden. Auch das sollte man festhalten. Deswegen ist es wichtig, dass man hier dieses testamentarisch festhalten lässt, damit man auch die Absicht zeigt gegenüber Allah Azza wa Jalla, dass man was? Die Absicht hatte, diese Sache zu bereinigen. Dass man diese Sache bereinigen wollte. Die zweite Benimmregel, تَذْكِيرُهُ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ. Dass man den Toten oder den, der dabei ist zu sterben, es kann sein, dass ich mich manchmal verspreche, aber ich meine jetzt den immer, der dabei ist zu sterben. Aber später reden wir auch, wenn er tatsächlich tot, wenn er tatsächlich gestorben ist, was man mit ihm macht. Man soll jemanden, der dabei ist zu sterben, an was erinnern? An die Barmherzigkeit Allahs und seine Gnade. Sehr wichtig. Rawa Muslimun an Jabir ibn Abdillah. Muslim, rahimullah ta'ala. Berichtet von Jabir ibn Abdullah al-Ansari, den Ansari, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Er sagte, ich hörte den Gesandten sallallahu alayhi wa sallam qabla mautihi bi thalathati ayyamin yaqul, drei Tage bevor er gestorben ist, sagte der Gesandte sallallahu alayhi wa sallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Niemand von euch soll sterben, bis er ein gutes Denken, eine gute Vermutung über Allah hat. In welcher Hinsicht eine gute Vermutung? Dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm, dass Allah azza wa jalla ihm vergibt, mit ihm barmherzig ist. Das ist sehr, sehr wichtig zu diesem Zeitpunkt, dass du am Kopf von demjenigen stehst, der dabei ist zu sterben, und du erinnerst ihn nicht an die Hadithe der Warnung, dass du sagst, weh dir und Allah und was denkst du, was er mit dir machen wird und du hast doch nicht und... Nein, a'udhu billah. Sondern du erinnerst ihn an seine guten Taten. Alhamdulillah, du hast gebetet.
Alhamdulillah, du hast gefastet. Alhamdulillah, wir bezeugen, dass du den Propheten sallallahu alaihi wasallam geliebt hast und ihm gefolgt bist, dass du ihm an das Gute erinnerst und vor allen Dingen an die Barmherzigkeit Allahs azza wa jalla. Das ist sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister, denn in diesem Moment kommt wer? Shaitan. Was will er dir einflößen? Dass Allah nicht mit dir barmherzig ist. Und daher, wenn du ihn daran erinnerst, in so einem schweren Moment, dann wird das auch bi'idhnillah ta'ala seine Beschäftigung sein, dass er auf die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala auf. Rawat Tirmidhiyu rahimullah ta'ala wa hassana an Anas ibn Malik anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dakhala ala shabin wa huwa fil maut. At-Tirmidhiyu überliefert, dass der Prophet sallallahu alayhi wa sallam einmal zu einem Jugendlichen hereingekommen ist, während dieser im Sterben lag. Faqala, kayfa tajiduk? Wie fühlst du dich, beziehungsweise wie geht es dir, fragte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam. So sagte der Jugendliche, qala wallahi ya Rasulallah, inni arjullaha wa inni akhafu dhunubi. O Gesandte Allahs, sagte er, ich hoffe auf die Barmherzigkeit Allahs, aber gleichzeitig fürchte ich um die Abrechnung meiner Sünden, die ich in meinem Leben gemacht habe. So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadha al-mautin illa a'tahu Allah ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Allahu akbar. Eine wunderschöne Überlieferung. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu dem Jugendlichen, der auch Angst gehabt hat wegen seinen Sünden, dass er dafür zur Rechenschaft gezogen wird, aber auch hat er gleichzeitig was gehabt, dieser Jugendliche? Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm, wenn diese beiden Sachen im Herzen von einem Diener vereinigt sind, das heißt die Hoffnung auf die Barmherzigkeit und gleichzeitig die Angst, Hoffnung und Angst, wenn diese beiden Dinge im Herzen von einem Diener vorhanden sind, in so einer Situation, so wird Allah azza wa jall mit dieser Person barmherzig sein und ihm davor bewahren, wovor er sich fürchtet. Allahu Akbar. So wird er ihm Barmherzigkeit von sich aus zukommen lassen, subhanahu wa ta'ala, und er wird ihn vor dem bewahren, wovor der Diener Angst hat. Und das ist natürlich eine sehr, sehr heikle Geschichte, liebe Geschwister, dass eine Person natürlich in so einem Moment viel, viel über die Barmherzigkeit Allahs hören muss. Und die Gelehrten sagen, wir brauchen immer diese zwei Dinge. Wir brauchen Hoffnung und was? Und Angst. Aber es gibt bestimmte Situationen, und sie nannten zwei Situationen, da muss was überwiegen? Die Hoffnung. Und das zum einen, nachdem man Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bittet, nachdem man gesündigt hat, vielleicht auch sogar viel gesündigt hat, vielleicht auch sogar ein Jahr oder zwei Jahre durchgehend gesündigt hat, so sollte man Hoffnung darauf haben, dass Allah azza wa jalla einem die Sünden vergibt. Das ist sehr wichtig. Weil wenn du die Hoffnung nicht hast und Shaitan will dir diese Hoffnung natürlich nehmen, aus welchem Grund? Damit du weitermachst oder nicht mehr weitermachst? Damit du nicht mehr weitermachst mit den guten Taten. Hier in diesem Falle versucht er dir alles einzuflößen, Shaitan, dass du aufhörst mit den guten Taten. Aber gerade nach der Reue solltest du eine sehr, sehr hohe Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs haben, damit du weitermachen kannst. Und es kann sein, dass du nicht die beste Reue ausgeübt hast zu dem Zeitpunkt, aber du machst dann weiter und weiter und du merkst, dein Iman wird wieder leuchtend in deinem Herzen. Dann in einem Moment wirst du so stark im Iman sein, dass du nochmal bereust für die gleiche Sache, die du früher gemacht hast, aber deine Reue ist jetzt von einem ganz anderen Charakter. Du weinst dabei, du flehst Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung und du merkst, dass Allah azza wa jall dein Herz löst von diesen Sünden, die du gemacht hast. Deswegen bleibe dran und habe niemals Langeweile daran, Allah azza wa jall um Vergebung zu bitten, bi'idhnillah ta'ala. Denn du kannst in einem Moment eine bessere Vergebung bei Allah azza wa jall erzielen, als in einem anderen Moment. Das sollte man wissen, liebe Geschwister. Manche Geschwister, sie rufen uns an und sagen, ich habe die Sünde gemacht, aber ich fühle nicht diese Reue, diese Art der Reue im Herzen. Das heißt mit anderen Worten, er weiß, dass es falsch ist und er weiß, dass er gegenüber Allah azza wa jall gesündigt hat, aber diese Art von Reue ist nicht in seinem Herzen vorhanden. Was sagen wir ihnen?
mach weiter, denn im nächsten Moment könnte deine Reue besser und intensiver sein, auf das Allah Azza wa Jal dir vergibt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala allen Sündern vergeben und sie vor dem Tod reinigen. Allahumma amin. Er wird dir, wenn diese beiden Dinge im Herzen vorhanden sind, er wird dir Barmherzigkeit von sich aus zukommen lassen und er wird dir die Angst davor nehmen, dass du denkst, dass du für deine Sünden bestraft wirst. Subhanallah, Umar ibn al-Khattab, ja, wir haben gerade über normale Menschen geredet. Umar ibn al-Khattab, als er dabei war, zu sterben, weil dieser Shaitan Abu Lu'lu al-Majusi ihm ein Dolch in seinen Magen reingerammt hat und seitwärts entlang gezogen hat. So dass er später, als er etwas getrunken hat, ist dieses aus seinem Magen herausgeströmt, liebe Geschwister. Umar war im Sterben und er sagte, weh mir und meiner Mutter. Und er hat so viel Reue empfunden, dass er gesagt hat, wir werden zur Rechenschaft gezogen von Allah subhanahu wa ta'ala. Schaut mal, Umar ibn al-Khattab, der zuvor vom Propheten sallallahu alaihi wasallam was versprochen bekommen hat? Das Paradies. Aber diese Furcht war in den Herzen von diesen Leuten gewesen. Und dann kamen die Leute, Ibn Abbas und andere, radiallahu anhum, sie sagten, ja Umar, wir wissen von dir nur das Gute. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als du gestorben bist, er war zufrieden mit dir. Und Umar radiallahu anhum hat das nicht auf sich sitzen lassen. Er sagte, wehe mir, wallahi, wenn ich so viel Gold besitzen würde, wie die ganze Welt umfasst. Das ist die Geschichte von Umar, liebe Geschwister. Er hat Angst gehabt, dass er stirbt, während Allah Azza wa Jal nicht mit ihm zufrieden ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diesem jungen Mann Mut gemacht. Was heißt Mut gemacht? Das heißt, du sollst niemals die Hoffnung verlieren. Weil die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs Azza wa Jal verlieren nur wer? Die Irregehenden, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Und niemand verliert die Barmherzigkeit auf seinen Herrn, außer die Irregehenden. Daher schöpfe Mut und erinnere denjenigen, der dabei ist zu sterben, an seine guten Taten, damit er Hoffnung hat auf die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Die nächste Verhaltensregel, dass man den Toten, der dabei ist zu sterben, die Shahada aufsagt. Die was? Die Shahada aufsagt. Rawa Muslimun an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu an, yaqulu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, laqinu amwatakum la ilaha illallah. Sa'id, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu an, er berichtet, dass der Gesandte sallallahu alayhi wa sallam sagte, wenn jemand dabei ist zu sterben, so sagt ihm, er soll la ilaha illallah sagen. Er soll la ilaha illallah sagen. Wenn jemand dabei ist zu sterben, dann erinnern wir ihn an la ilaha illallah. Aber wie erinnern wir ihn? Es gibt Leute, liebe Geschwister, der steht am Kopf von demjenigen, der dabei ist zu sterben und sagt ihm das schon so in einem aggressiven Ton, in einem nicht schönen Ton. Sag la ilaha illallah, sag la ilaha illallah. Auf diese Art auf keinen Fall. Subhanallah, es gibt eine Geschichte von Abdullah ibn al-Mubarak, rahimullah ta'ala, einer der großen Tabi'in, ein Schüler von den Sahaba, radiyallahu anhum wa ardahum. Er war gerade dabei zu sterben und eine Person stand an seinem Kopfende und er sagte zu ihm, sag la ilaha illallah, sag la ilaha illallah. Er hat es gut gemeint, aber seine Methodik war falsch gewesen. Und dann sagte Abdullah ibn al-Mubarak zu ihm, halt dich zurück. Wenn du mich erinnern willst an la ilaha illallah, dann achte darauf, dass du das nicht so streng sagst. Guck mal, subhanallah, er ist im Tod und er bringt ihn bei. Er liegt im Sterben und er bringt ihn bei. Und er sagte, ich fürchte, dass du jemand anderen Schaden führst nach mir. Deswegen, wenn ich la ilaha illallah sage, dann gebiete halt. Das heißt, dann hör auf. Dann mach nicht weiter. Warum? Weil manche Leute, einer sagt la ilaha illallah, der sagt ihn, sag la ilaha illallah. Aber er hat doch schon gesagt. Und die letzten Wörter, mit denen er stirbt,
mit denen er stirbt, sollten La ilaha illallah sein. Außer jemand, so sagte Abdullah ibn al-Mubarak zu ihm, wenn ich dann neue Wörter hinzufüge, dann erinnere mich wieder. Aber ansonsten lass mich bei meinen letzten Wörtern La ilaha illallah. Weil derjenige, der La ilaha illallah vor dem Tod sagt, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, liebe Geschwister, rawa Abu Dawud wa sahaha al-Albani rahimullah ta'ala an Mu'adh ibn Jabal radiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalami La ilaha illallah dakhala al-Jannah. Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu an, er berichtet, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, der, dessen letzten Worte La ilaha illallah sind, so wird er das Paradies betreten. Allahu Akbar. So wird er das Paradies betreten. Und es gibt eine wunderschöne Geschichte von Abu Zur'a al-Razi, rahimullah ta'ala, einer der großen Hadith-Gelehrten. Und ich empfehle immer meinen Geschwistern, dass sie ein Werk lesen, Siyar al-Nubala, das ist über die Lebensläufe der rechtschaffenden Vorfahren, wie sie waren im Charakter, in der Ibadah, wie sie waren mit der Ausübung des Tauhids und so weiter und so fort, wie sie untereinander waren. Warum? Das wird unseren Iman stärken, bi'idhnillah ta'ala. Und das ist auch Freizeit für die Seele, das ist jetzt nicht Fiqh oder das ist jetzt nicht Aqidah oder sonstiges, dass man auch über die Lebensläufe derjenigen Bescheid weiß, die unsere Salaf waren und die wir schätzen natürlich. Überlegt mal, Abu Zur'a, rahimullah ta'ala, al-Razi, er war dabei zu sterben. Dann kamen ein paar Gelehrte, um ihn zu besuchen. Aber sie haben sich geschämt, ihn an La ilaha illallah zu erinnern. Weil Abu Zur'a, wer ist der und wer sind wir, haben sie gedacht. Deswegen haben sie miteinander geredet. Wie können wir das machen, dass das nicht peinlich für uns wird? Er weiß viel mehr als wir. Dann haben sie darüber befunden, dass sie sagen, wir erzählen uns gegenseitig von einem Hadith. Und vielleicht hört er zu und bekommt dann die Information und sagt dann La ilaha illallah. Weil ich sage euch ganz ehrlich, auch wenn man ein Gelehrter ist, das ist ein sehr schwerer Zustand. Das ist kein leichter Zustand. Also fingen sie an, über den Hadith zu sprechen. Abu Zur'a, wie wir gesagt haben, war was? Ein großer Hadith-Gelehrter. Das heißt, Hadith-Gelehrte, sie kennen nicht nur den Hadith, den Matten, wie wir armen Leute auswendig können, sondern sie kennen auch die ganzen was? Überliefererketten. Dann fing einer der Gelehrten an, über diesen Hadith zu sprechen. Und er sagte, der und der überliefert von dem und dem, und dann hat er gestoppt. Dann machte der andere weiter. Und der überliefert von dem und dem, und sie wollten zum Schluss zu La ilaha illallah kommen, mit diesem Hadith, den wir gerade genannt haben. Und dann konnte er auch nicht mehr weiter. Dann sagte Abu Zur'a, ihr habt das vergessen, Muhammad ibn Bashar. Und dann zählte er die ganze Überliefererkette auf, bis zu Mu'adh ibn Jabal. Der berichtete vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Derjenige, der La ilaha illallah sagt, und dann hat Allah seine Seele genommen. Allahu Akbar. Dann hat Allah seine Seele genommen. Und wir hoffen, dass ein gutes Zeichen, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn in das höchste Paradies hereinbringen. Diejenigen, die sich mit Hadith-Lehre beschäftigen, werden nicht um diesen Namen herumkommen. Abu Zur'a al-Razi, rahimullah ta'ala, rahmatan wasi'a. Und so hat Allah azza wa jalla seine Seele genommen. Schaut mal, wie sie das schlau gemacht haben. Sie haben über den Hadith geredet und sie wussten, das ist eine Vorliebe und eine Leidenschaft von Abu Zur'a, bis er den Hadith mitgemacht hat und er in seinem Zustand die ganze Überliefererkette aufgezählt hat. Die ganze Überliefererkette aufgezählt hat und dann ist er auch mit diesen Normen gestorben. Die Frage, soll man nur La ilaha illallah sagen oder soll man die gesamte Shahada sagen? Eine Frage an meine geliebten Gelehrten aus Wedding. Weil der Prophet s.a.w. sagte, wer was sagt? Bitte? Wer La ilaha illallah sagt. Aber jetzt die Frage, soll man auch sagen Muhammad Rasulullah oder nicht? Das ist die Frage. Nur La ilaha illallah oder Muhammad? Die Gelehrten sagen, besser ist das zu vervollständigen. Besser ist das zu vervollständigen, dass man sagt, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Wenn du das sagst, bi'idhnillah ta'ala, und aus diesem Leben herausgehst, das ist das beste Zeichen, was du bekommen konntest. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Ibrahim, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah azza wa jalla, er befestigt wen? Die Gläubigen. بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ mit La ilaha illallah. In der Dunya, das heißt, Allah lässt sie nicht von der Dunya gehen, bis sie was sagen?
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Und in der Akhira bedeutet im Barzach, im Grab, dass sie die Fragen richtig beantworten. Allah ist mein Herr. Erstmal dann, der Islam ist meine Religion und Muhammad Sallallahu ist mein Prophet. Wenn du ein Gläubiger bist, wirst du in diesen schwierigsten Momenten bei Allah. Wisst ihr, was der Prophet Sallallahu für ein Dua gemacht hat? Als was er den Leuten davon für ein Dua beigebracht hat, wer dabei ist zu sterben, weil eine riesen Fitna auf ihn zukommt. Welche Fitna? Shaitan. Er sagte, Allahumma inni a'udhu bika an yatakhabbatani shaitan 'inda al-maut. Merkt euch dieses Bittgebet und sagt es immer wieder auf. Allahumma inni a'udhu bika an yatakhabbatani shaitan 'inda al-maut. Das bedeutet wörtlich oder sinngemäß übersetzt, O Allah, ich suche Schutz bei dir. Vor was sucht man Schutz? Vor einer Sache, die gut ist oder schlecht? Ich suche Schutz bei dir vor dem Shaitan, dass er am Ende meines Lebens, das heißt bei meinem Tod, zu mir kommt und mich von dem abbringt, worauf ich sterben will. Das heißt, dass er die Kontrolle über mich einnimmt, Shaitan, und mich dann auf einen anderen Weg sterben lässt als La ilaha illallah. Deswegen, ja, Ikhwa, sagen wir euch immer, wiederholt La ilaha illallah am Tag sehr oft. Warum? Dann wird das gängig für eure Zunge. Weil wenn das gängig ist für eure Zunge, dann werdet ihr euch an nichts anderes erinnern, wenn ihr dabei seid zu sterben. Aber wer sich mit allem Möglichen beschäftigt, A'udhu Billah, der wird gar nicht an diese Wörter denken. Und das in einem Moment, wo es sehr, sehr schwer ist, La ilaha illallah zu sagen. Ich erinnere mich an einen edlen Bruder, möge Allah azza wa jalla ihn segnen. Er sagte zu mir, ein sehr praktizierender Bruder, Allahumma barik, er sagte, sie waren einmal im Auto und der Bruder, mit dem er war, ist sehr schnell gefahren. Fast 100. Und an dem Tag sind sie in ein anderes Auto reingekracht. Mit dieser Geschwindigkeit. Er sagte, ich habe es kommen sehen, so wollte ich La ilaha illallah sagen, es kam nicht von meiner Zunge. Schaut mal, liebe Geschwister, das ist ein sehr schwerer Moment. Wallahi, glaubt nicht, dass das leicht ist. Nicht jeder kann La ilaha illallah sagen. Ihr hört, was manche Leute sagen. Manche singen ein Lied, manche nennen den Namen ihrer Freundin. Manche, walayadu billah, sagen, ich möchte noch was trinken. Der meint Whisky oder sonstiges. Das ist, was manche Leute sagen am Ende. Aber La ilaha illallah wird nicht jeder. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. Allah wird wen befestigen? Die Gläubigen. Sie werden es schaffen, auch wenn er einer ist, der vielleicht nicht viel Kraft hat oder keinen starken Körper hat, aber er hat einen starken Iman. Allah Azza wa Jalla wird ihn diese Wörter sagen lassen. Daher immer La ilaha illallah auf der Zunge sagen. Jedes Mal. Und du kannst am Tag vielleicht mindestens 100 Mal am Tag La ilaha illallah sagen. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Subhanallah. Wir laufen zur U-Bahn. Wir gehen zur Arbeit. Wir haben dieses und jenes. Dieses La ilaha illallah 100 Mal am Tag zu sagen, was nimmt das an Zeit? 5 Minuten. Und La ilaha illallah, in einer umstrittenen Überlieferung, Ibn Hajar al-Asqalani und andere haben sie als authentisch klassifiziert, La ilaha illallah wiegt auf der Waage schwerer als die gesamten Himmel und Erden und was dazwischen ist. Ein La ilaha illallah zu sagen, einmal La ilaha illallah zu sagen, wiegt schwerer als die gesamten Himmel. Ihr wisst, von einem Himmel zum anderen, subhanallah. Heute saß ich mit meinem Kind beim Bezirksamt, wir mussten einen Pass beantragen. Und interessiert eigentlich keinen. Auf jeden Fall haben wir im Fernseher gesehen. Und man schweift ab und hat den Bildschirm betrachtet. Und das ist so ein Quiz-Programm gewesen. Alhamdulillah, was Vernünftiges. Bevor man irgendwelche Affen so rumtanzen sieht oder so. War die Frage, welcher Planet ist der nächste zur Erde? Welcher Planet ist der nächste zur Erde? Mars, weil du gerne Mars isst. Gut, dass keiner Snickers gesagt hat. Na, Mond? Nein. Venus. Ich habe die Antwort gesehen, natürlich. Venus. Sagt mir mal, wie viel Kilometer entfernt? 38 Millionen Kilometer entfernt. Denkt ihr, wir kennen irgendwas von der Erde? Wallahi, manche von uns haben nur Wedding kennengelernt. Wir wissen nichts anderes. Ich meine, 7 Himmel, Allahu Akbar. Wo sind die 7 Himmel? Und die 7 Erde? Und was dazwischen ist?
dass du La ilaha illallah einmal sagst. La ilaha illallah wiegt schwerer als das, was ich gerade genannt habe. Subhanallah. Womit beschäftigt sich ein Mensch? Und daher versuche das auf der Zunge ständig zu sagen, damit sich das wo festsetzt? In deinem Herzen. Und im letzten Moment schöpfst du das von deinem Herzen auf deine Zunge. Möge Allah Azzawajal uns nur mit La ilaha illallah sterben lassen. Die nächste Benimmregel, liebe Geschwister, ist, dass man die Augen von jemandem schließt, der dabei ist zu sterben, und für ihn Dua macht. Und vor allen Dingen die Augen zu schließen. So wird berichtet, Rawa Muslimun an Ummi Salama radiyallahu anha wa ardaha, qalat, dakhala Rasulullah sallallahu alayhi wa salama ala Abi Salama wa qad shaqqa basaruh fa aghmadahu. Der Prophet sallallahu alayhi wa salama kam einmal zu Abu Salama herein, während dieser gestorben ist. Wa qad shaqqa basaruh bedeutet, seine Augen sind weit offen geblieben. Ihr wisst, bei manchen Leuten ist das so, wenn sie sterben, was bleibt offen? Ihre Augen und manchmal auch ihr Mund. Und unsere Aufgabe ist es, beides zu schließen. Dieses waqad shaqqa basaru, seine Augen sind, und das nennt man im Deutschen Leichenstarre. Das heißt, in dem Moment bleibt alles so, wie es ist. Der Körper nimmt eine Position ein und dann bleibt das so. Du kriegst diese Sachen sehr schwer wieder rückgängig. Aber was meinte er? Seine Augen sind starr geworden, weil wenn die Seele genommen wird von einem Menschen, wo schauen die Augen hin? Sie folgen der Seele. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, sie folgen der Seele bedeutet was? Sie schauen automatisch nach oben. Deswegen, du wirst niemanden sterben sehen, außer dass sein Blick nach oben schießt. Weil sein Blick folgt der Seele. Wohin geht die Seele? Subhanallah. Der Körper ist dein. Was passiert mit dem Körper, wenn die Seele draußen ist? Der Körper kracht in sich zusammen. Deswegen, einmal haben Shafi'i rahimullah und ein anderer Gelehrter darüber gestritten, was ist wichtiger, die Seele oder der Körper? Bis Shafi'i rahimullah ta'ala ihn gesagt hat, natürlich die Seele, denn wenn ein Körper auch gesund ist, aber die Seele ist nicht mehr drin, was passiert mit dem Körper? Ja. Aber wenn einer einen kranken Körper hat, aber die Seele ist noch enthalten, was passiert mit dem? Er lebt noch. Deswegen die Seele hat eine große Bedeutung. Diese, wenn der Mensch dabei ist zu sterben, sie wird weggenommen und die Augen folgen dieser Seele, liebe Geschwister. Deswegen, manche Augen bleiben offen. Was ist unsere Aufgabe? Was haben wir gesagt? Die Augen zu schließen. Die Augen zu schließen. Und in der anderen Überlieferung, dass man auch seinen Mund schließt. Rawa Abu Dawud bi sanadin hasan an Aisha radiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala kasru azmi al-mayyit ka kasrihi hayya. Auch der Mund ist zu schließen, liebe Geschwister. Und vor allen Dingen, was haben wir gesagt, wenn eine Leichenstarre einsetzt, das bedeutet, es könnte sein, dass die Person in dem Moment, wo er gestorben ist, seine Hände wie Fäuste geballt hat und so bleibt das dann. Die Position ist so von ihm. Das ist eine Leichenstarre. Was passiert, wenn du sie zurücksetzt? Was passiert? Wer von euch hat schon mal Tote gewaschen? Keiner? Alhamdulillah. Wenigstens einer. Ich empfehle euch, das zu machen. Das ist eine Sache, die dein Iman, dein Glauben sehr, sehr stärkt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, kaffa bil mauti, mawhida. Es reicht, dass du den Toten siehst als eine Erinnerung. Da braucht keiner mehr zu reden. Alleine, dass du ihn siehst, reicht. Und deswegen, wenn eine Leichenstarre bei ihm einsetzt, stell dir vor, der hat seine Hände so vor dem Körper. Kannst du ihn jetzt locker waschen? Nein, das ist alles sehr kompliziert geworden. Deswegen musst du immer versuchen, seine Arme langsam, langsam zurückzubringen. Langsam. Und weh dir, dass du seine Knochen brichst oder in dieser Richtung etwas machst. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das Brechen der Knochen von einem Toten ist wie, dass du sie brichst, während er lebendig war. Schaut mal, subhanallah, wie geehrt der Tote bei uns ist. Deswegen muss man aufpassen. Und dann
macht man langsam die Hände zurück. Irgendwann gehen sie zurück, bis er ein bisschen weicher geworden ist, auch der Körper. Dann kann man dieses wieder ranlehnen, wie sie im ursprünglichen Zustand waren. Und dann kann man ihn auch waschen, so wie man es braucht. So wie man es braucht. Na, dann die andere Sache. Du wäschst nur einen Toten, wenn du ihn auch komplett ausgezogen hast. Aber was muss geschützt werden und man soll sehr penibel darauf achten? Die Aura. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister. Sehr, sehr wichtig. Die Aura muss geschützt werden. Rawa Abu Dawud bi sanadin sahih an Aisha radiallahu anha. Und hier erfahren wir die Geschichte, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gewaschen wurde. Abu Dawud berichtet mit einer authentischen Überliefererkette von Aisha radiallahu anha, taqul, sie sagte, لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتنا أم نغسله وعليه ثيابه. Als sie dabei waren, ihn zu waschen, natürlich, manche Leute hatten das Privileg, ihn zu waschen. Und das sind die, die aus der engsten Familie sind. Die haben immer das Privileg, das Vorrecht über andere. Das heißt, je näher dir jemand steht, umso mehr Recht darauf hat er, dich zu waschen. Und hier bei dem Propheten sallam waren natürlich die geehrten Sahaba wie Al-Abbas, wie Ali ibn Abi Talib, wie Az-Zubair, die ihm sehr nahe standen. Sie waren dabei gewesen bei der Waschung. Aber er war angezogen, alayhi salatu wassalam. Dann haben sie gesagt, Wallahi, wir wissen nicht, sollen wir ihn die Klamotten vom Leib wegnehmen, so wie wir auch jeden anderen Toten waschen? Oder wie sollen wir verfahren? Sie wussten es nicht, weil er ist ein Gesandter Allahs. Von ihm wird nicht einfach die Aura entblößt. Deswegen, sie wussten nicht, wie sie hier weitermachen. Schaut mal, subhanallah, was passiert ist. Es wird dann berichtet, فَلَمَّ اخْتَلَفُوا, nachdem sie sich uneins waren, wie sie weitermachen sollten, أَلْقَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمُ, hat Allah sie wie in einem Schlafzustand gebracht. Die Leute, die anwesend waren, um den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu waschen. Als ob sie in einem Schlafzustand waren, das heißt, sie haben nicht alles mitbekommen. Hatta ma minhum rajulun illa wa dhaqnuhu fi sadri. Bis sie eine Person gesehen haben, sein Kinn war fast an der Brust. Thumma kallamahum mukallamun min nahiyati al-bayt. Dann hörten sie eine Stimme in der Nähe vom Haus, die zu ihnen gesprochen hat. La yadruna man huwa an aghsilu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi thiyabuhu. Die Stimme sagte, wascht ihn nur, während seine Kleidung weiter an ihm lastet. Zieht ihn nicht aus. Seine Kleidung soll an ihm bleiben. فَقَامُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَمْ. Dann sind sie aufgestanden. فَغَسَلُوهُ, dann haben sie ihn gewaschen. وَعَلَيْهِ قَمِيسُهُ, und er hatte sein Hemd noch angehabt. يَصُبُّونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيسُ, und sie haben das Wasser über was gegossen? Über seine Kleidung. Sie haben ihn nicht ausgezogen, liebe Geschwister. Und das zeigt uns, dass der Prophet sallam eine Sonderstellung hat. Und natürlich, der Prophet sallam ist nicht wie jedermann. Und bei ihm war das Totengebet nicht in einer Gemeinschaft, sondern jeder Sahabi hat auf ihn gebetet. Einer hat gebetet, der ist rausgegangen, dann hat der Nächste gebetet und so den ganzen Tag. Als die Sahaba fertig waren, kamen die Frauen. Als die Frauen fertig waren, kamen die Kinder. Jeder Einzelne hat auf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gebetet. Na, so war das bei ihm gewesen. Aber bei einem normalen Toten, was machen wir? Wir entblößen ihn, aber die Aura bleibt bedeckt. Die Aura bleibt bedeckt. Kann man seinen Mann waschen? Eine Frau kann ihren Mann waschen und ein Mann kann seine Frau waschen. Es gibt Leute, leider, liebe Geschwister, die sehr unwissend sind, die sagen dir, wenn ein Mann stirbt, dann automatisch ist sein Heiratsvertrag mit seiner Frau hinfällig. Und woher habt ihr das? Woher habt ihr das? Sie wollen damit sagen, es ist dann nicht mehr erlaubt für sie, ihn zu sehen. Und das stimmt überhaupt nicht. Und das ist viel passiert in der Geschichte von den Sahaba radiallahu anhum, dass sie sich gegenseitig gewaschen haben. Das heißt, die Frauen, die Männer und so weiter und so fort. Das ist überhaupt kein Problem, dass auch die Frau ihrem Mann wäscht. Dass die Frau ihrem Mann wäscht. Wallahu ta'ala ala wa ala. Dann, liebe Geschwister, man bedeckt das Gesicht von einem Toten. Außer
er war im Ihram-Zustand. Wer sagt mir, was heißt im Ihram-Zustand? Wenn man bei der Hajj ist oder bei der Umrah, ihr wisst ja, wenn die Leute zwei Gewänder anziehen, die meisten denken, das ist Ihram-Kleidung. Aber die Absicht für Ihram ab diesem Zeitpunkt, dass man nicht mehr das verlässt, bis man die Ibadah zu Ende geführt hat, dieser Ihram-Zustand, wenn die Leute dann auch diese weißen Tücher anhaben, was dürfen sie? Dürfen sie irgendetwas Zugeschnittenes tragen? Gar nichts. Keine Mütze, keine Socken, nichts Zugeschnittenes. Schuhe auch nicht? Nur die offenen. Genau, richtig. Das heißt, er bleibt frei. Und wenn jemand dann als Muhrim stirbt, dann darfst du alles bedecken, außer sein Gesicht. Außer sein Gesicht. Als einer von diesen Leuten gestorben ist, der im Ihram-Zustand war, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, warum? Ja, ist gleich alle, aber kein Problem, inshallah. Sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, اغسلوه بماء وسدر. So wascht ihn mit Wasser und mit Sidr. Sidr ist Kampfer, sagt man, ne? Kampfer. وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. Wascht ihn mit Wasser und mit Sidr und legt ihn ein Kaffan an, das heißt ein Leichentuch, aus zwei Gewändern und tut ihm kein Parfüm zu. Normalerweise wird der Tote parfümiert oder nicht? Ja oder nein? Ja. Nein. Aber dieser ist im was gewesen? Was haben wir gesagt? Im Ihram-Zustand. Und deswegen fällt dieses hier weg, liebe Geschwister. Und wenn man den Kaffan legt, sollte man den gut legen. Nicht irgendwie, sondern das ist die Bekleidung von einem jeden Toten. Das ist deine letzte Kleidung. Kann sein, dass du zu Hause diese, wie heißt die, Wellensteinjacke hast. Kann sein, dass du Bossjacke hast. Aber dein letztes Outfit ist was? Ein Kaffan. Weder von Wellenstein noch vom Boss. Das ist deine letzte Kleidung, Yachi. Und die Frau, die nie bedeckt war, wird zum ersten Mal in ihrem Leben bedeckt werden, aber zu früh oder zu spät? Zu spät. Möge Allah Azzawajal uns nur auf den Tauhid sterben lassen. Allahumma amin. Und der letzte Punkt, liebe Geschwister, ist, dass man sich beeilt, wenn jemand gestorben ist, dass man ihn beerdigt. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, rawal Bukhari an Abi Huraira radiyallahu anhu wa arda, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal asri'u bil janaza. Er sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, beeilt euch mit der Janaza. Fa in taku saliha fa khairun tuqaddimunaha. Denn wenn der Tote eine rechtschaffene Person war, dann ist das Beste für sie, dass die Sache beschleunigt wird. Denn der Tote, der rechtschaffen war, er sagt, Qaddimuni, Qaddimuni, bringt mich schnell zur Abrechnung, wo möchte er rein in das Paradies. Wa in yaku siwa dhalik, aber wenn er nicht von dieser Sorte war, fasharrun, so ist das übel, wal'iyadu billah, und er sagte, tada'unahu an riqabikum, dann habt ihr eine Last von euren Nacken genommen. Und subhanallah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung, wenn eine Person stirbt, erholen sich die Menschen von ihm, die Umwelt von ihm und die Tiere sogar von ihm. So übel sind manche Gestalten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nur dann sterben lassen, wenn er mit uns zufrieden ist. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Und damit haben wir auch, walhamdulillahi rabbil alamin, dieses Buch beendet, Sahih al-Adab al-Islamiyya. Naam. Und wir werden, inshallah ta'ala, wenn Allah azza wa jal uns eine neue Moschee gibt, möge Allah subhanahu wa ta'ala dieses verwirklichen und macht viel Bittgebete, dass Allah azza wa jal uns eine Moschee gibt, denn was sollen wir hier in diesem Land ohne Moschee? Allah, das ist das Einzige, was uns hier hält, mehr nicht. Mehr nicht. Wer hier ist, um zu leben, so soll er wissen, das Leben geht irgendwann zu Ende.
Aber wer hier in der Welt ist, um gute Taten zu sammeln, so soll er wissen, diese guten Taten werden in jedem Fall gut für ihn sein. Möge Allah azza wa jalla uns nur weiterleben lassen, wenn wir auch in der Lage sind, gute Taten zu machen. Allahumma amin. Na, wer Fragen hat, kann diese stellen. Ich möchte gerne nur zwei Punkte erwähnen, die habe ich vergessen. Das ist auch eine Sache, die immer gefragt wird, über Surat Yasin zu lesen bei dem Toten. Das passt auf, das Lesen von Surat Yasin auf den Toten ist eine Bid'ah. Ist eine Bid'ah. Aber während die Person dabei ist zu sterben, dieses wurde von einigen Sahaba gemacht, radiyallahu anhum ajma'in. Unterschied klar? Was heißt, während er dabei ist zu sterben? Ist er schon tot oder ist er noch am Leben? Er ist am Leben. Schaut mal, die Leute lesen Surat Yasin auf einen Toten. In Surat Yasin gibt es zwei Ayat, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا. Damit der Koran denjenigen warnt, der noch am Leben ist. Das Schlimme ist, die Araber lesen das, aber verstehen nicht. Damit der Koran denjenigen warnt, sagt mir mal bitte, was nützt der Koran einem Toten? Du sagst zum Beispiel, اهدنا الصراط المستقيم. Was nützt ihm das? Bringt ihn das was? Das bringt ihm nichts. Deswegen, solange er noch nicht gestorben ist, kann man Surat Yasin lesen. Aber wenn er gestorben ist, so ist die Überlieferung, اقرأوا Surat Yasin على أمواتكم, liest Surat Yasin auf eure Toten. Das ist nicht nur schwach, wollen wir nicht weiter über diese Überlieferung reden. Na? Deswegen sollte man darauf achten, dass man bi'idnillah ta'ala. Und auch, dass wenn jemand gestorben ist, was haben wir gesagt, bevor er gestorben ist, woran erinnern wir ihn an? La ilaha illallah. Was machen die meisten Leute? Die erinnern ihn nicht, während er stirbt. Aber wenn er gestorben ist, dann gehen sie zum Friedhof, am Grab, wenn er beerdigt wurde, dann sagen sie, erinnere dich, dass du drei Fragen gestellt bekommst. Jetzt erinnert er ihn. Zu früh oder zu spät? Zu spät. Und das nach den meisten Gelehrten. Eine üble Handlung, die man nicht machen sollte. Sagt man, ja, es gibt einige Gelehrte, die das erlaubt haben. Ja, es gibt auch einige Gelehrte, die Analverkehr erlaubt haben. Es gibt auch einige Gelehrte, die Zinsen erlaubt haben. Es gibt auch einige Gelehrte, die Musik erlaubt haben. Im Laufe der Geschichte, 1300 Jahre, findest du immer irgendjemanden, der etwas gesagt hat, was nicht richtig war. Und der Gelehrte ist entschuldigt, weil er hat nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Aber er lag falsch. Das heißt, dürfen wir jetzt das Falsche annehmen? Natürlich nicht. Daher, liebe Geschwister, ist diese Sache auch falsch, dass man ihn nach seinem Tod an La ilaha illallah erinnert. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tafadda. Darf man einen Kafir beerdigen? Darf man einen Kafir beerdigen? Unter den Gelehrten ist diese Angelegenheit umstritten. Und das Richtige ist, wallahu ta'ala ala wa alam, dass man das nicht darf. Selbst den eigenen Vater oder die eigene Mutter nicht. Wo ist der Beweis? Der Beweis ist in einer Überlieferung von Al-Bayhaqi, rahimullah ta'ala. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu Ali ibn Abi Talib, geh und beerdige den alten Mann. Wen meinte er damit? Abu Talib. Und Abu Talib war der Vater von wem? Das heißt, geh und beerdige ihn. Eine Frage. Wer hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam großgezogen? Wer unter anderem? Abu Talib. Wer hat ihm zu essen und zu trinken gegeben? Abu Talib. Wer hat ihn geschützt vor den Feinden? Abu Talib. Hat er zum Schluss das Totengebet für ihn gemacht? Und das ist ein starkes Argument der Gelehrten, die gesagt haben, nein. Weil wäre das so, dass man das für die Kuffar machen dürfte, dann, warum hat er aber zu Ali ibn Abi Talib jetzt gesagt, geh und beerdige ihn? Weil, das ist klar, keiner darf auf der Erdoberfläche bleiben. Er muss beerdigt werden. Deswegen auch bei uns hier, wenn jetzt zum Beispiel, hier brauchst du dir keine Sorgen machen, hier gibt es ein Krematorium, die kommen alle in den Pizzaofen rein und dann werden sie zu Asche. Ja? Aber jetzt allgemein, wenn ein Toter oben bleibt, er ist zum Beispiel auch ein Kafir, das lassen wir nicht zu. Wir lassen auch nicht zu, dass ein Kafir verbrannt wird. Das gibt es bei uns im Islam nicht. Selbst wenn einer kein Muslim ist. Weil die Ehrung vom Menschen ist allgemein da. Na, und schaut mal, subhanallah, wir lassen das nicht zu, dass auch ein Kafir verbrannt wird.
Und deswegen sagte er zu ihm, geh und begrab ihn. Ja, wo soll er sonst bleiben? Soll er in seinem Haus bleiben? Das war die einzige Ausnahme. Wallahu ta'ala. Das ist eine umstrittene Sache. Aber Wallahu ta'ala ala wa alam, die richtige Ansicht ist, dass man nicht... Und guck mal, was sagen wir an den Gräbern der Kuffar, wenn wir vorbeigehen? Was sagen wir? Abschirkum bin nar. Wir verkünden euch das Höllenfeuer. Ich meine, wie kannst du dann dabei stehen? Auf jeden Fall. Alle Rechtsgelehrten stimmen darin überein, dass man einen Kafir nicht beerdigen darf, wenn an dessen Zeremonie Munkar gemacht wird. Das heißt, Übles gemacht wird, Sünden gemacht werden. Manchmal seht ihr so, der Pfarrer geht mit seinem Kreuz voran und die Leute hinter ihm. Selbst die Gelehrten, die das erlaubt haben, dass man einen Kafir beerdigen darf, sagen hier in dem Moment, hier nicht. Oder andere Sachen. Das heißt, du machst Zeremonien von Schirk oder Bid'ah oder sonstiges, die sagen, dann ist es verboten. Selbst die Gelehrten, die das erlaubt haben. Deswegen muss man zwischen dem und dem unterscheiden. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Tafaddal. Wa fikum barakallahu. Was ist, wenn jetzt eine Mutter nicht Muslim ist und sie ist auch dabei zu sterben? Was kann man denn, das ist eine sehr gute Frage. Er sagt, wenn eine Person kein Muslim ist und er ist dabei zu sterben, was sagen wir dieser Person? Diese Person versuchen wir von was zu überzeugen noch? Vom Islam. Wallahi, es ist passiert, Achil Karim, dass Leute im letzten Moment den Islam angenommen haben und kurze Zeit danach gestorben sind. Unser Sheikh Salih al-Munajjid, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn bewahren und möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn aus dem Gefängnis befreien, möge Allah azawajal ihn Geduld geben und ihm den vollen Lohn schreiben, als ob er draußen weiterhin seine Dawa gemacht hat. Wisst ihr, dieser Sheikh, subhanallah, 20 Jahre ist er jeden Monat über 1000 Kilometer gereist, jeden Monat, um dort einen Unterricht abzuhalten. Über 1000 Kilometer. Und da waren nicht viele Leute. Aber er hat das 20 Jahre durchgezogen. Und hier seht ihr die Leute, die etwas mit Ikhlas inshallah machen, dass sie eine ganz andere Position, eine ganz andere Stellung haben. Er erzählte, dass es eine Person gab, die war eine alte Frau gewesen. Und diese hatte im selben Haus einen Sohn gehabt, der nie nach ihr geschaut hat. Der hat sich nicht um sie gekümmert. Und im selben Haus gab es auch einen Muslim. Wann auch immer er diese Frau gesehen hat, hat er ihr geholfen, beim Einkauf die Tüten hochzutragen, bis sie ihm eines Tages gefragt hat, für wen machst du das? Er sagte, Alhamdulillah, ich werde genug Lohn bekommen. Dann sagte sie, nachdem sie gemerkt hat, er hört nicht auf damit, ihr zu helfen, sie sagte, jetzt will ich wissen, für wen du das machst. Er sagte, schau mal, es gibt einen Herrn, der heißt Allah. Und wenn ich gütig bin zu den Leuten, wird er mich dafür belohnen, dass ich dir helfe. Sie sagte, wie? Es gibt niemanden, der dir Geld dafür gibt? Ja, sie kennen das nicht. Es gibt niemanden, der dir Geld dafür gibt? Er sagte ihr, bei Allah niemand, außer Allah, der mir den Lohn dafür schreiben wird. Dann hat sie den Islam angenommen. Sie sagte, schau, mein eigener Sohn schaut nicht nach mir und du als Fremder kümmerst dich um mich. Sie hat den Islam angenommen. Er sagt, dann hat sie Dhuhr-Gebet das erste Mal gebetet und ist danach gestorben. Deswegen, ja, man soll, wallahi, das nicht in meiner Hand oder in deiner Hand. Man soll sie erinnern. Und der Erfolg ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Manche nehmen im letzten Moment den Islam an. Walhamdulillahi rabbil alam. Na, tafaddal. Fikum barakallah. Du hast gesagt, wenn jemand stirbt, dass man versucht, so schnell wie möglich seine Schulden zu begleichen. Na. Wenn er jetzt einen größeren Betrag hat zum Beispiel und man schafft es vielleicht nur, das monatlich abzubezahlen, ist das für ihn trotzdem noch gut oder muss man versuchen, das auf einen Schlag? Nein, sehr gute Frage. Wenn man jetzt zum Beispiel bestrebt ist, die Schulden zu bezahlen, man hat Schulden, aber man ist bestrebt. Ich habe euch erzählt von Sheikh Ibn Ubaiz, rahimullah ta'ala, ja, den angeblichen Palastgelehrten, der Mufti von Saudiya ist mit Schulden gestorben. Mit Schulden gestorben. Das heißt, er hat Geld nicht verfügbar gehabt, was er den Leuten bezahlen musste, damit er auch gereinigt ist von den Schulden. Subhanallah, weil er hat sich ständig Geld geliehen. Eigentlich einer, der viel Geld hat, braucht sich kein Geld zu leihen, normalerweise. Na? Möge Allah uns bewahren vor den üblen Zungen mancher Leute, die wallahi am Tage der Auferstehung viel, viel Lohn von ihren Hasanat an die Gelehrten abgeben müssen. Möge Allah die Gelehrten damit noch höher positionieren in ihrem Paradies. Allahumma amin. Eine Person ist bestrebt, die Schulden zu bezahlen. Der hat zum Beispiel eine Ratenvereinbarung mit jemandem und gibt ihm konstant die Rate und achtet darauf.
Was ist mit dieser Person, wenn sie stirbt? Hört diese Überlieferung, der Prophet s.a.w. sagte, derjenige, der das Geld der Leute nimmt, man akhada amwalanas, wer das Geld der Leute nimmt, aber er ist bestrebt, ihnen das zurückzuzahlen, so wird Allah das für ihn übernehmen, wenn er stirbt. So wird Allah das für ihn übernehmen, wenn er stirbt. Und wer das Geld der Leute unrechtmäßig nimmt, das heißt von vornherein, hatte er die Absicht zurückzuzahlen? Nein. Er nimmt das Geld unrechtmäßig, so wird Allah ihn brechen, bestrafen. Sallallahu barmherzig. Alhamdulillah, wenn jemand bestrebt ist, das zurückzubezahlen, walhamdulillahi rabbil alamin. Aber trotzdem, auch diese Person sollte worauf achten, was haben wir gesagt, wenn er sein Testament macht, dass er den Leuten mitteilt, dass er was hat? Schulden hat, damit das dann übernommen wird, bi'idhnillahi ta'ala. Und ihr seht das, subhanallah, habt ihr das mal mitbekommen? Wenn jetzt zum Beispiel eine Janaza war, dann der Sheikh, der die Janaza anführt, der sagt, gibt es Leute, bei denen er Schulden hat, dann melden sich vielleicht 2, 3 Leute. Und manchmal kommen nur Leute, weil er Schulden bei ihnen hat, die wollen gar nicht seine Janaza besuchen. Die sind nur da wegen den Schulden. Dann, subhanallah, sagt er, wer vergibt ihm? Dann siehst du, alle vergeben ihn auf einmal. Das ist, Allah hat deine Schulden übernommen. Zum Beispiel ein Weg. Die Leute, eigentlich wollten sie ihr Geld oder wollten es nicht? Sie wollten es, aber subhanallah, in dem Moment, Allah macht ihnen was ins Herz rein, dann sagen sie, es ihm verziehen. Haq halal zum Beispiel. Das passiert. Aber passt auf vor Leuten, in Ägypten haben die das gemacht, die haben einen Sarg gekauft und dann sind sie gekommen und haben gesagt, wer will die Schulden von dem Toten übernehmen? Da war gar kein Toter drin. Und habt ihr verstanden? Die spielen sogar mit dem Tod. Ja? Und dann haben die Leute gegeben, ihr seht ja, ihr wisst ja, die sind großzügig und so haben sie ihr Geld gemacht. Das war ihre Arbeit. Allah al-Mustan. Na. Tfadal. Wird die Seele erst zurück ins Grab gebracht, wenn der Tote beerdigt wurde? Wie ist das? Wann wird die Seele zurückgebracht zum Körper? Erstmal ist es so, liebe Geschwister, die Seele wird entnommen. Beim Gläubigen, als ob ein Wassertropfen aus einem Wassergefäß heraussickert, so leicht wird es sein. Und bei dem Kafir, walayyadu billah, und die, die gelebt haben wie die Kuffar, wird sich die Seele versuchen, hinter jedem Organ zu verstecken. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, beschrieb das, wie eine Stange, ein Eisenhaken, wo 2 seitliche Haken dran gebunden sind. Was passiert, wenn du das in nasse Wolle reintust und das rausziehst? Wird was von der Wolle übrig bleiben? So wird das in seine Gedärme reingetan und die Seele rausgezogen. Das ist bei einem Kafir so. Danach geht die Seele hoch. Und die Engel, sie kommen mit Leichentüchern vom Paradies und Parfüm vom Paradies. Und jeder Engel, der dort vorhanden ist, wird sich wünschen, diese Seele in der Hand zu halten und sie reichen sich diese Seele herum. Und je höher sie fliegt, umso mehr Engel kommen und scharen sich um diese Seele. Sie wollen an der Gemeinschaft von dieser Seele teilhaben. Und bis zum ersten Himmel, dann wird das Tor geöffnet. Und dann wird der Eintritt gewährt für diese Seele, dass sie durchkommt. Und dann kommt die Seele wieder zurück. Bei dem Kafir, wal-Iyadu billah, Allah Azza wa Jal wird ihm nicht den Eintritt ermöglichen. Inna alladhina kafaru wastakbaru, inna alladhina kadhabu wastakbaru, inna alladhina kadhabu, inna alladhina kafaru wastakbaru. Anna la tufattahum lahum abwabu sama, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyata. Der Prophet s.a.w. sagte über die Seele von den Kuffar, sie wird nicht in das Paradies hereingehen, genauso wenig wie wenn ein Kamel durch ein Nadelöhr, wo du einen Faden reintust, genauso wird er nicht durchpassen. Das ist ein Sprichwort, bedeutet niemals, niemals. Nee, Allah Azza wa Jal, ja, ja. Ja, das ist ein Hadith, wo der Prophet s.a.w. dann diese Ayah genannt hat. Das ist ein Hadith, ein langer Hadith von Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu bei Imam Ahmad, wo der Prophet s.a.w. diese Ayah dann gelesen hat, aus Surat Al-A'raf. Das bedeutet, diese Seele wird dann heruntergeworfen, wal-iyadu billah.
in das Grab. Was denkt ihr heruntergeworfen? Allahu Akbar, was ist das für ein Gefühl? Und so wird mit dieser Seele vergolten, die nicht gut war. Na, bitteschön. Darf eine Frau als Bestatterin arbeiten? Allgemein natürlich brauchen wir auch Frauen, die die Bestattung dann durchführen. Die die Bestattung durchführen. Und wenn ihre Absicht ist, dass sie das macht, damit sie dann die Angelegenheiten der Frauen übernimmt. Und es gibt viele Frauen, die haben hier niemand von den Maharim oder von Leuten, die dann auch ihre Sachen übernehmen, sondern die sind auf sich alleine gestellt. Dann, alhamdulillah, Rabbil Alamin, soll sie die richtige Absicht machen und sie wird belohnt, bi'idhnillah, Samir Ali. Na, alle Arbeiten, die auch in der Sunna verfügbar sind, und wir haben das, alhamdulillah, dass auch die Frauen waschen dürfen, aber natürlich mit Bedingungen, ist klar, so wie auch die Männer mit Bedingungen nur waschen dürfen, dieses ist klar. Das heißt nicht, bitte passt auf, ein Mann darf nicht mal seine Mutter waschen. Aufpassen. Ein Mann darf nicht mal seine Mutter waschen, außer im Absoluten, wenn keine andere Möglichkeit ist. Weil das ist natürlich eine Sache, wo es um Aura geht. Schaut mal, subhanallah, wir reden über die Mutter, ja? Die darf er nicht einfach waschen. Deswegen, es gibt Bedingungen. Und erst recht keine fremde Frau. Wallahi, manche Leute von den Kuffar und von den Feinden des Islam, die sagen dir, ja, was ist mit euch los? Und wenn er eine tote Frau wäscht und dies und das, passt auf. In Amerika gab es einen, der war Totenwäscher, der hat 100 tote Frauen vergewaltigt. 100 tote Frauen vergewaltigt. Und wir schmeißen den Ball zurück zu den Kuffar, das war kein Muslim. Walhamdulillah. Weil es bei uns sowas nicht gibt. Naam. Wallahu ta'ala ala wa ala. Tafadal. Wenn man den Toten wäscht und die Aura bedeckt, soll man dann trotzdem noch die Aura, also unter der... Naam. Man macht Folgendes. Man tut wie eine Art Handtuch oder ein Stück Stoff über die Aura. Und dann ist sie bedeckt, bi'idhnillah ta'ala. Dann ist sie bedeckt. Sowohl bei dem Mann als auch bei der Frau wird das vollzogen. Soll dann Wasser dann auch? Bitte? Soll das Wasser dann trotzdem da auch? Ja, natürlich, klar. Normal, ja. Natürlich. Er wird ja alles gewaschen. Er wird ja auch Istinja mit ihm gemacht. Das heißt, ihr wisst auch, bei einem Toten ist das so, wenn er gereinigt wird, dann natürlich bleiben Reste meistens im Magen und das muss auch raus, das muss ja alles gewaschen werden. Naam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tfadal. Ich habe zwei Fragen. Kann ich die stellen? Oder? Das kommt drauf an. Was für Fragen? Wie ist es jetzt zum Beispiel, wenn jetzt die Eltern zum Beispiel sagen, ich möchte gerne zum Beispiel verbrannt werden, wie soll man dann verfahren? Wenn die Eltern wollen, dass sie verbrannt werden, wie kann man hier vorgehen? Man erklärt ihnen, dass der Mensch geehrt ist und er sollte sich nicht selber verbrennen. Und man sollte natürlich immer versuchen, Dawa mit ihnen zu machen. Und wenn das ihr Wunsch ist, sie entscheiden. Aber man selber sollte das nicht versuchen, so leicht fertig zuzulassen, sondern man sollte sie davon abbringen, wie ibn Allah ta'ala. Na. Und wie ist es, wenn mir zum Beispiel jemand daran erinnert, an die Shahada und er sie nicht komplett aussprechen kann? Also, was ist mit einer Person, der an die Shahada erinnert wird, aber er kann sie nicht komplett sprechen? Schaut mal, die Zustände von Leuten, die dabei sind zu sterben, sind unterschiedlich. Es gibt welche, die können gar nicht mehr sprechen zum Schluss. Deswegen, wenn der das im Herzen sagt, alhamdulillah rabbil alamin. Dann Alhamdulillahi Rabbil Alam. Na, tafaddal. Darf mein Ehemann meine Fastentage nachfasten aus gesundheitlichen Gründen oder muss ich diese abzahlen im Sinne einer Spende? Also ich denke, die Frau ist noch am Leben, sonst könnte sie keine Frage stellen. Okay. Eine Frau fragt, darf mein Ehemann meine Tage, Fastentage, kann er sie fasten für mich, weil ich krank bin? Wenn eine Frau gestorben ist und sie hatte zum Beispiel offene Fastentage, dann kann man für sie die Fastentage fasten. Aber wenn sie am Leben ist und sie ist gesundheitlich nicht in der Lage, wie ist das Urteil in unserer Religion? Muss oder muss sie nicht fasten? Sie muss nicht fasten. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Schaut mal, es gibt Leute, nur damit ihr unsere Religion kennenlernt. Der ist krank, er kann nicht fasten. Der ist krank, er kann nicht zu Hajj.
Der ist arm, er kann keine Zakat bezahlen. Das heißt, er geht nur mit dem Gebet ins Paradies. So ist das in unserer Religion. Subhanallah, so ist das bei uns in der Religion. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Na, tfadal. Was ist mit Jugendlichen, die nicht viel Besitz haben? Es ist ja nicht nur Besitz, aber auch Besitz. Wir haben ja auch noch andere Sachen erklärt. Zum Beispiel jemand hat was? Schulden oder anderes. Dieses sollte man alles festhalten, bi'idhnillah ta'ala. Aber wenn er auch etwas Besitz hat, alhamdulillah, soll er das bi'idhnillah ta'ala niederschreiben. Naam. Ja, die Sache ist ja so, was erreichen wir damit, dass jemand etwas niederschreibt? Zum Beispiel, wir wissen, wenn jemand gestorben ist und seine Familienangehörigen, sie heulen laut, jammern, klagen, diese Niyaha, was verboten ist, das wirkt sich auf den Toten aus. Dieses Geheule, Jammern, wir reden nicht vom Weinen, ja, bitte aufpassen, sondern Niyaha, jammern, klagen, sagt man, dieses wirkt sich auf den Toten aus. Deswegen, was soll er schreiben? Sie sollen keine Bid'ah machen und sie sollen nicht dieses Wehklagen machen und nach der Sunna bestatten. Damit hat er sich freigesprochen. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Sheikh al-Albani, rahimullah, war sehr erpicht darauf, sein Testament korrekt wie möglich zu machen. Und ihr wisst in Albanien, wie viel Übles gemacht wird. Subhanallah. Und zum Schluss kamen sogar seine Gegner und Feinde zu seiner Bestattung. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Barakallahu fikum. Du hast noch eine Frage gehabt? Bitteschön. Wenn man etwas gestohlen hat, hat man Schulden, dann hat man Unrecht begangen. Und dieses Unrecht wird man Yaumul Qiyamah wieder gut machen müssen. Und damit man nicht bis Yaumul Qiyamah wartet, wo derjenige, dem man das geklaut hat, sowieso sein Recht geltend machen wird, in jedem Fall, soll man versuchen, hier die Sache zu bereinigen. Und wenn man sich selber in Fitna dadurch stützt, ich gebe mal ein Beispiel. Eine Person hat zum Beispiel von H&M was geklaut, zum Beispiel. Es gab einmal einen Bruder, der hat was geklaut von H&M. Dann kam ein anderer, sagte ihm, Mashallah, Mabruk. Zu dem Geklauten, ja. Mabruk, wir sagen so gesegnet. Was für ein Segen, der hat es geklaut. Allah al-Musta'an. Dann, was macht man hier? Zum Beispiel, man hat was von H&M geklaut. H&M hat Konten oder nicht? Die haben Konten. Dann überweist man einfach mit unbekannt den Betrag, den man geklaut hat und hat damit keine Probleme. Das ist nur ein Beispiel jetzt. Na? Na. Wenn man was geklaut hat, was Haram ist, sage ich mal, Zigarettenschachtel zum Beispiel, diese sollte man nicht dann nochmal zurückgeben. Also, wie ist das? Das ist noch schlimmer, dass man was klaut, was Haram ist. Wenn, dann klaut man was Halal. Ich meine, wenn jemand... Ranima, Achi, Ranima. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام